Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Ich habe mal wegen dem Camouflage weggeguckt, habe leider im Internet nichts weiter gefunden. Ich habe noch ein bisschen mit der Farbe rumgespielt, sodass man das alles ein bisschen besser erkennen kann. Und ich hoffe einfach mal, dass es gut zu sehen ist. Was ich aber noch nicht geguckt habe, ist, wie das hier zu sehen ist. Ah, hier ist das alles ein bisschen blass, muss man sagen, ne? Naja, wie sieht denn die Karte aus? Ich weiß ja nicht, Freunde. Sieht alles so blass aus, ne? Warte, wir bleiben mal kurz hier drin. Dann gehe ich mal kurz nochmal in die Einstellungen. Anzeige. Ja, ich habe das Blau ein bisschen dunkler gemacht, aber dann kann ich ja nicht so gut sehen. Das finde ich halt auch ein bisschen doof. Muss halt so ein bisschen leuchten. Also ich habe im Endeffekt den Dreck auf dem Display entfernt. So dass es ein bisschen klarer zu entdecken ist. Aber wenn wir uns ducken, ist es halt immer noch so krass hell. Das finde ich ein bisschen störend. Vielleicht werde ich da demnächst mal was finden, aber wir versuchen es erstmal weiter so. Gucken, was wir hier noch finden. Ein paar Betten zum Schlafen. Ja, ich habe ein bisschen Leben verloren. Wieso nicht? Kann man ja mal machen. Oh ja, das nehme ich gerne. Schallgedämpfte. Den Schalldämpfer nehme ich sehr gerne. Kann ich überall ranbatzen, wo ich möchte. Und jetzt haben wir das ganze harte schön im Blau. Das gefällt mir auch. Das ist so entspannt, das Blau. Das ist nicht so aggressiv wie das Grün. Hallo? Jemand hier? Anscheinend nicht. Ich finde es komisch, dass das Bild sofort heller wird, wenn man unsichtbar wird. Uff, alles wird so hell. Ganz seltsam. Soll ich da runter? Bitte was? Wie bist du? Komm doch gerade von hier, oder? Come on, Ralph! Was? Hä? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier in dem oberen Stockwerk einfach mal nichts ist, außer ein Ausgang. Intelligenz beschreibt deine geistige Fähigkeit. Intelligenz, Krankenhaus. Das ergibt Sinn. Ich glaube, die Wackelpuppe ist hier. Ich glaube, die Wackelpuppe ist hier irgendwo, Freunde. Das sieht mir nicht nach einem Zufall aus, was hier passiert. Okay, ich kriege E-Mails. Ach, jetzt bin ich hier. Wie hell wird das denn? Tagsüber wird es sogar krass hell für einen Moment. Achso, es wird für einen Moment hell. Da, jetzt wird ganz hell und wenn wir warten, dann normalisiert sich das Ganze, ne? Oh. Das macht es irgendwie nicht besser. Okay, es macht es einfacher zu lesen. Das gebe ich zu. Und die Karte funktioniert. War das nur ein Bug? Habe ich mich jetzt so gestresst wegen dem Bug? Ich glaube schon. So, was hat das jetzt gebracht, hier zu kommen? Und hat etwas gefunden. Wenn das keine Wackelpuppe ist, dann weiß ich auch nicht. Komm schon, gib mir eine Wackelpuppe. Dude, wo willst du hin, sag mal? Ich vermute mal, Tor Nummer 2 ist richtig. Ja, schön, dass du überall durchläufst. Ich kann's aber nicht. Bin ich denn wahnsinnig oder was? Ich klicke da doch nicht drauf, ohne mich hier erstmal umzusehen. Was war das denn?
Was ist denn das für ein komischer Ort? Hört etwas klappern. Da wurde einfach alles vernichtet, ich musste es mir aussuchen. Kampfhelm. Miniaturbombe. Fusionskerne. Verdammt, wo habe ich es jetzt gespeichert? Ich möchte gucken, was auf der anderen Seite ist. Ey, wusste nicht, dass das explodiert? Was ist das für ein komischer Ort gewesen? Wenn da jetzt die Wackelpuppe drin war, ich habe nicht drauf geachtet. Dann hätte ich mich aber richtig geärgert. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier die Intelligenz-Wackelpuppe ist. Ich kann natürlich nicht sagen, wo genau. Ja, coole Nummer. Aber ich wusste ja zum Glück, wo es richtig ist. Aua! Ja, coole Nummer. Coole Nummer, gefällt mir. Ich bin froh, dass der Hund das nicht auslösen kann. Sehr, sehr froh. So, dann gib mich doch mal das hier, gib mich doch mal das hier und hier noch. So, dann haben wir alles wieder eingesammelt, ne? Ich könnte natürlich die Kollisionen ausschalten. Hey. Nimm's! Nimm's mit. Oh Mann. Ah, kannst du nicht das hier irgendwie deaktivieren? Hier drüben. Deaktiviere das. Komm her. Naja, aber Fusionskerne finde ich doch ein bisschen wichtiger, obwohl wir wissen ja nicht, was da. Wir speichern die einfach mal kurz ab. Fusionskerne. Kronkorken, Patronen. Ja, ein paar Medikamente. Okay, Fusionskerne sahen für mich besser aus. Definitiv. Auch finde ich cool gemacht. Ist cool gemacht. Also das ist definitiv die bessere Ausbeute. Na gut. Ich freue mich, dass das hier gefunden wurde. Was war das jetzt? Achso, Hund. Na gut, wieso leuchtet hier... Achso, das Licht von hier vorne. Na gut, okay. Hat sich erledigt. Hier wären wir also wieder auf diesem Dach, ne? Gut, ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Gänsewackelpuppe hier sein sollte. Wir gucken noch einmal kurz rein, bevor ich da irgendwas vermassel. Weil das bringt sonst nichts. Dieses Gebäude bringt sonst nichts. Weil du kommst ja auch da, wo wir gerade angekommen sind, kommst du auch ganz normal über das andere Gebäude hin, über den Supermarkt.
So ganz genau aufpassen. Oh, Jungles, ich hab dich gefunden. Ich wusste, dass ich etwas übersehen habe. Oh, ein Coca-Cola-Truck. Aha. Wackelpüppchen, bist du hier drin? Wackelpüppchen. Leider nicht. Was bist du? Injektorgewehr? Munition für den Injektor kannst du an der Bohrstation herstellen. Ich kann Gift auf andere schleudern. Warte. Da. Nachtsicht, nee. Das ist mein Injektor. Da, Injektorgewehr. Wie cool. Ich kann Gift herstellen und das auf andere schleudern. Ist natürlich enthält. Ich habe auf meinem Schwierigkeitsgrad wohl eher nicht so sinnvoll. Laborstation. Drogen könnte ich auf jemanden zum Beispiel schleudern. Einfach nur just for fun. Vielleicht gibt es Drogen, die einem Minus-Sachen geben. Hier, Minus 5 Wahrnehmung. Sind sie blind? Injektormunition. Bluterspritze. Versetzt Ziel für 120 Sekunden in Raserei. Oh, ist das geil! Lässt beim Ziel eine Bliefliege entstehen, wenn es stirbt. Senkt die Schadensresistenz des Ziels 2 Minuten lang um 25%. Lässt das Ziel flüchten. Lebt das Ziel für 10 Sekunden. Das Ziel glaubt, der Spieler sei verschwunden und hat für 30 Sekunden eine geringe Chance, dich zu entdecken. Beruhigt das Spiel für 30 Sekunden. TP minus 40. Was mich interessiert, ist der Berserker. Er gerät für 120 Sekunden in Raserei. Das heißt, wir schießen einen ab und er tötet alles um sich herum. Das komplett geräuschlos. Ist das cool? Das gefällt mir. Ich brauche so eine Laborstation zu Hause. Dann nehme ich die Waffe nämlich sehr gerne mit. Dann könnte ich sehr viel Spaß haben. Das heißt wohl eher, hier ist keine Wackelpuppe, weil zwei gute Sachen. Das wäre ein bisschen zu viel. Hält gut, ne? Ich glaube, da kommen wir her. Ich guck trotzdem noch mal genau hin. Man weiß ja nie, Freunde. Man weiß ja nie. Ach, hier ist der Fahrstuhl, der mich hergebracht hat, oder? Nee. Ich hab Todes gestecken geblieben. Ach, der ist nett. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Jetzt ist er plötzlich nicht mehr so nett. Nach oben. Zweiter Stock. Bitte treten Sie vor und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenbereich sicher. Okay. Keller. Ihr Fluchtversuch macht alle Nacht nur noch schlimmer für Sie. Zweiter Stoff. Okay. Wieso habe ich das nicht gesehen? Suche nach
feindlichem Ziel. Wir sind jetzt hier oben? Wann sind die... Wann sind die hochgekommen? Versuchen Sie nicht. Suche beendet. Keine Feinde entdeckt. Kampfbereitschaft einstellen. 2,9-facher Schaden? Das ist nicht der Schaden, den ich erwartet habe. Und wo kommen die her? So crazy. Zurück zum Alltagstod. Hä? Aus dem Nichts kamen die her, nur weil ich da unten jemanden angeschossen habe. Sind die auch mit dem Fahrstuhl gefahren? Zurücktreten. Achtung, Bürger. Sie können nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Warum zur Hölle hat das nicht funktioniert? Achtung, der Flüchtling sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Du bist sowieso ein Nahkämpfer, oder? Okay, deine Schwachstelle ist definitiv der Rumpf. Ihr wart hier zu zweit. Wo kamen die denn bitte her? Doch nicht durch den Fahrstuhl, oder? Vor allem, das waren die drei von unten, oder? Nee. Irgendwie schon ein bisschen asozial. Okay, komm. Verlassen Sie den Bereich, bis die Ordnung wiederhergestellt wurde. Flüchtling versucht. So, haben wir jetzt hier alles? Soweit? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das Wichtigste war auch sowieso die Knarre. Über mir ist was? Wie kommt man da oben? Dachte ich mir schon. Doch nichts hier. Gut, der kommt von unten. Erdgeschoss. Warnung, gefährlicher Flüchtling unterwegs. Versuchen Sie nicht, ihn festzunehmen. Hier geht's raus, okay. Ist ja total verrückt hier vor so einem Irrgarten. Die Festnahme obliegt nun primär den Strafverfolgungsbehörden nach unten. Das ist echt verrückt hier. Keller. Hier waren wir. Hä? Okay. Fahren wir doch mal mit dem Fahrstuhl hoch. Sehr verwirrend hier. Wenn alles gleich aussieht auch noch. Erdgeschoss. Okay, wie kommen wir jetzt wieder hoch? Hier sind die Toiletten. Wie bin ich denn da hochgekommen? Wir sind jetzt komplett am Anfang. Ich gehe durch die Toilette hindurch? Ich muss mit dem Fahrstuhl muss ich da oben gefahren sein. Wie verwirrend ist denn das hier? Nicht nur verwirrend, sondern verworren. Okay, fahren wir noch mit dem Fahrstuhl nach oben. Nach unten. Was? Ne. Keller. Alter Hundi. Ernsthaft? Hey, hier drüben.
Das heißt, ich gehe nach unten, um mit dem Fahrstuhl nach oben zu fahren, wahrscheinlich, ne? Nehme ich jetzt einfach mal stark an. Ja, stimmt, hier bin ich runtergegangen. So, dann geht's hier hoch. Hier in den besagten Fahrstuhl, der mich nach oben bringt. Zurück zum Alltag. Keller. Keller. Nach unten. Was, nach unten? Wo kommst du jetzt her? Hä? Also ich will, was? Also hier waren wir offensichtlich. Hä? Okay, ach, jetzt sind wir ganz oben, wo wir den Typen gehört haben. Okay, das heißt, wir müssen jetzt runterspringen, nehme ich an. Hä? Ach, da. Genau, runterspringen. Und hier habe ich gedacht, dass ich hier schon mal war. War ich aber nicht. Hier ging es raus. Hier ging es raus. Genau. Da ging es runter zurück. Und hier ging's weiter. Gott. Oh. Mein Hund steckt irgendwo fest. Kann man sich gut verlaufen, Alter. Keller. Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Ich verstehe einfach nicht, warum der keinen Schaden nimmt. Dr. Med Handy? Das ist ein legendärer. Der ist aber legendär. Hier komme ich. Ja, ja, Mr. Handy. Dr. Med Handy. Scheiße. Gut, er hat zum Glück nicht so viel Schaden gemacht. Psst. Bin ich zu dir. Okay. Tschüss. Keller. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Sie werden identifiziert und bestraft werden. Okay. Dorthin wäre legendär gewesen, aber dafür war es einfach. Mehrere feindliche Ziele entdeckt. Fordere Verstärkung an. Zurücktreten. Ich verkrüppel dein Bein. Ich würde sagen, es funktioniert. Wieso brennt der Typ? Zurücktreten. Warnung. Betrieb kann nicht garantiert werden. Bitte wenden Sie sich. Finde ich aber geil. Da fängt er einfach mal an zu brennen. Ich trage zu viel. Hey. Gut, dann nimm doch meinen Schrott am besten, ne? Schön. Munition, dankeschön. Okay. Hier muss doch eine Wackelpuppe sein, das kannst du mir nicht erzählen.
Ich habe gehört, du kannst eine Schweißerbrille tragen. Hey. Wahrnehmung. Gut, ich will sowieso meine coole Brille halten. So, Kleidung. Oh, tatsächlich. Coole Nummer. Ja. Jetzt schwören können, hier ist eine Wackelpuppe, aber anscheinend finden wir hier einen Scheiß. Naja. Sicher ist sicher. Ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht vom Spiel. Ich laufe hier rum, um so eine Schweißerbrille zu finden, anscheinend. Nee, okay. Oder gibt es hier eine Art Ausgang? Nö. Alles nur Verarsche. Na gut. Dann hauen wir wieder ab. Brauche ich so viel 10mm Munition wieder her? Was? Ich habe ihn vor kurzer Zeit vergessen. So. Dann mal abhauen hier. Ja, war auf jeden Fall nice. War auf jeden Fall nice. Wir haben zwar lange hier verbracht und haben uns kurzzeitig verlaufen. Aber es war nice. So. Obrovs bester Schwarzgebrannter. Achso, ich dachte, das wäre der Bein. Der Bein, sag ich schon, der Kopf. Okay, schlussendlich soll mich das also zu diesem Raum führen. Wir gehen hier einfach mal durch, als hätten wir es nicht gesehen, dass wir schon da waren. Ja, cool, ein paar Püppchen. 1, 2, 3, 4. Das ist ja ein Rätselraum. Holy shit. Okay, wahrscheinlich um das hier zu umgehen. Bin eingesperrt. Ja, cool, ich bin gut. Ja, nur um diesen Gang hier zu überqueren wahrscheinlich. Wo es so strahlt. Oder auch nicht. Kleinen Moment. Ich hab dich gar nicht zu dem zu der anderen Seite gebracht. Get away. Also wirklich geil ist das nicht, aber ich würde gerne passieren, was passiert, wenn ich zu viel Radioaktivität habe. Oh, ich bin einfach tot, okay. Ich dachte, vielleicht verwandle ich mich in einen coolen Zombie oder so. Ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach. Dass man da über einen leichten Weg hinkommt. Ja gut, was heißt leicht? Das sind natürlich so Unmengen an Gegner. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass es quasi einen anderen Weg gibt und man das hier nicht macht.
Bin unsichtbar, du Arsch. Jetzt hol dir deine verdammte Waffe raus. Ein Weihnachtsbaum. So. Mir war natürlich klar, dass hier ein Roboter drin ist. Hab man ja gesehen. Aber ich wollte gerne mal reingucken. Aber nur just for fun, weil ich das echt cool finde. So. Von da hinten komme ich, oder? Okay. Ihr seid zwar gruselig, aber ansonsten. Ja, das war saugruselig, Alter. Gut, dann nehmen wir mal noch ein paar Kupferzeugs mit, ne? Ist ja quasi gratis. Kupfer und Feder, Kupfer und Feder, Kupfer und Feder. Ja, gratis Erfahrung, würde ich sagen, ne? Damit kann ich leben. Coole Nummer. Okay. Das wäre also passiert, hätten wir die Dinge ausgelöst. Ja, nette Nummer. Ich kriege hier richtig viel Erfahrung zusammen. Oh. 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 Ich sehe schon. Wenn ich hier schieße, kann es ganz schön mal in die Hose gehen. Okay. Nicht nur, wenn ich schieße. Hey. Warte da. Nein, nicht warten. Komm schon. So. Nimm doch mal Pigments Klinge. Und den 2 Raketenwerfer habe ich am Start. Oh Gott. Aber die sind viel wert, Freunde. Die sind viel wert. Deswegen 21 Federn habe ich mitgenommen. Kupfer ohne Ende. Ich bin immer noch überladen. Oh. Das ist TP. Kann ich denn immer noch überladen sein? Ja, dann. Scheiß darauf. Ne, das reicht schon. Und hier wird. Hier komme ich zum Raum, ne? Noch nicht. Aha. Das ist so cool. Das ist so cool hier. Das gefällt mir richtig. Ich würde sagen, denen ist es schlechter gegangen. Was? Ah, hier geht's hoch, okay. Lauf dir erstmal halbwegs im Kreis. Sag mal, Hundi, wieso bist du schlauer als ich? Hallo. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. So, Achso!
Oh. Ich hab den getötet. Und aber nicht den. Gott, war das verwirrend. Okay. Oh. Ja, danke für nichts, Alter. Okay, Hilfsmittel. Ich sehe dich leuchten. Gott, siehst du gruselig aus. Oh Gott, er hat sie wieder auf. Erweckt. Oh Scheiße, ich bin so am Arsch. Jetzt verspotten die mich auch noch. Legendärer Leuchtender! Ist klar? Ja, wieso nicht? Hört auf, hierher zu laufen. Muss das Bild leicht verstecken. Oh Gott. Ich habe meine Waffe nicht gesehen. Okay, ist das jetzt... Scheiße, er belebt sie hier überall wieder. Fuck. Ich hasse dich. Okay, Kyromine. Ich glaube, es ist viel zu spät, dass ich das gemacht habe. Okay. Nicht so wirklich geholfen. Beinrammler. So, Beinrammler ist stolz. Du bist dran. Nicht? Nein, warum? Nein! Wie? Wo bin ich? Verdammt, ich darf ja nicht gar nicht laufen, ne? Wieso hat das nicht funktioniert? Okay. Das ist jetzt kacke. Ja, ich hab's verstanden. Du bist sauer. Nee, das darf ich bei dir gar nicht machen. Ne? Er belebt die einfach alle wieder, die sechs Drecksau. Nee, der Fuß muss sein, ne? Ah. Ja, ist gut. Brauchst nicht mehr weiter. Alles gut. Komm, krepier doch einfach. Wie ist, wenn du dich umdrehst? Wie soll ich denn treffen?
scheiß Cheater. Wenn du gleich den Boden runterfällst, ne? Das ist nicht dein Ernst. Wo hab ich dein Bein hingeschossen? So, beschleunigt die Regeneration deiner Aktionspunkte. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Was hab ich da? Was hab ich da? Gibt's hier Vergleichen oder so? Gut. Du bist für Feinde viel schwerer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich nicht bewegst. Was mit dem Kampf? Ein Camouflage? Hab ich auch kein Camouflage mehr. Ja, cool. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hier zu kommen. Wie auffällig auch die Dinger hier sind, ey. Ich meine, die Erfahrung nehme ich mit. Ist doch ganz klar. Ist doch kostenlos. Hör auf durchzudrehen, Kleiner, ja? Hab zu tun. Bestimmt eine Falle ist das. Ich bin überladen. Okay. Dann haben wir es geschafft. Hier ist also das Ende, ja? Ja, nice. War lustig. Modische Brille, tschüss. Ist schon nicht schlecht, ne? So ein Kampfhelm. Ja, so ein Helm drauf. Aber gut, ich brauch den Schutz nicht. Die Sonnenbrille. Nehmen wir Sonnenbrille. So, du kommst weg. Hunderüstung kann weg, ne? Kampfrüstung. Helm kann weg, meinetwegen. So. Wobei der Helm, der wirkt eher so einzigartig. So ein bisschen wenigstens. Ja gut, Freunde, dann lasst uns nochmal kurz nach Hause gehen. Unsere Sachen abgeben und glücklich sein. Oh. Das war auch viel zu eng, um ihn irgendwie zu verkrüppeln am Anfang. Das, Das war ja gerade so eine Sache, Alter. Das hätte ja auch ganz, ganz in die Hose gehen können, hätte ich viel zu spät gespeichert. Ich wusste ja nicht, dass sie da kommen. Boah. Wie, ich trag zu viel. So habe ich jetzt. So habe ich Tragekapazität verloren. Ich hatte 65, jetzt kann ich nur noch. Ich hatte 265, jetzt kann ich nur 240 tragen. Woran liegt das? War das die Tageszeit? Hä? Hey. Kann mir das einer von euch erklären? Das wäre echt Knock, aber ich kann es mir gerade nicht erklären. Ah, das war das Essen. Das war das Essen. Ich erinnere mich, ich habe mir ja ganz viel was zu essen reingezogen, ne? Ja, wir sind gleich sowieso da. Gut, zum Glück hatten wir das Essen. Ich bin immer froh, wenn ich sehe, wie die Sonne wieder aufgeht. Ja, ja. So. Gut, ich würde einfach sagen, Freunde, wir beenden hier die Folge. Eine volle Flasche und ein paar Knochen, die ich... Und ich räume hier mal ein bisschen auf, meine Inventar, ne? Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.